Guten Tag! Herzlich willkommen in unserem Kurs Passwort Deutsch B2. 大家好，欢迎来到走遍德国 B2 的课堂。Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unseren Programmankündigungen für Talkshows. Für Sie haben wir 4 interessante Talkshows mit verschiedenen heißen Themen vorbereitet. Und 8 Gäste werden zu unseren Sendungen eingeladen. Aber wer zu welcher? Das bestimmen Sie!女士们、先生们、亲爱的听众朋友们，欢迎来到咱们的脱口秀节目预告。我们为您精心准备了4个有趣的脱口秀节目，各不相同的热门话题，还有8位客人受邀来到节目当中。但是谁将去到哪一场，由您来定。Nun bitte lesen Sie die Programmankündigungen und überlegen Sie, welche Gäste 1 bis 8zu welcher Talkshow eingeladen sind. 现在就请大家读一读四个节目预告，然后告诉我们邀请谁去参加哪一场脱口秀。Okay, wir machen zusammen. Erst lesen Sie bitte die 4 Überschriften. Raten Sie mal, worum es geht. 下面我们就一起来完成这个任务。首先请大家看一看4个标题。根据标题猜一猜要讨论什么内容。A. Eltern in Not. Welche Schule für mein Kind? 这个标题很清楚地道出了讨论的主题。家长们正面临一个大难题。到底该让自己的孩子上哪个学校呢 ？The Not 困难困境，具体情况咱们稍后回来。B. Dein Geiz stinkt zum Himmel， 这说的是啥呢 ？Der Geiz 吝啬贪心 ，stinken 发臭 ，zum Himmel stinken 都臭到天上去了，臭气熏天。
所以可能是讨论小气与大方的问题吧。是不是咱们也回头再来看。C. Generation Rock and Roll, geht es den Alten zu gut? 诶，这个标题比较难猜。Generation Rock and Roll, 摇滚的一代，是要说音乐吗？转头又用了个疑问句， geht es den Alten zu gut? 老家伙们过得太好了吗？着实把人问倒了呀，真是悬念十足啊。D. Essen, trinken, rauchen.Wirtschaftlich ist der Genuss. Der Genuss 除了享受以外，还有饮食的意思。当然，饮食也是一种享受嘛。Aber wirtschaftlich ist der Genuss? 饮食的危害有多大，您知道吗？从标题看，可能是要讨论健康饮食的问题。好了，四个标题读完，我们来看一看四篇 Kurztext， 顺便来验证一下咱们的猜测是否正确。啊。Viele Eltern quält die Frage, wie finde ich die beste Schule für mein Kind? Eltern suchen nach einer Schule, wo guter Unterricht gemacht wird und Gewalt kein Thema ist. 这第一句话就点明了主题，很多家长都在愁，怎样才能为自己的孩子找到最好的学校呢？ Etwas quält jemanden. 某事折磨或困扰着某人。Zum Beispiel,Die Kopfschmerzen quälen ihn sehr. 他深受头痛的折磨。Oder die Reue quält ihn. 他悔恨万分。家长们为孩子找学校犯愁，看样子也不是中国特色嘛。全球爱孩子的父母们都可能有此苦恼。这里的家长苦恼的是不知道哪所学校课上的好，而且又没有暴力现象。Etwas ist kein Thema.某事根本不值得一提，不用考虑。除了这两点以外，还有 ：die Art des Lernens, das Schulklima, das Einbeziehen der Eltern und andere außerschulische Partner, Schule als lernende Institution。学习的方式、学校的氛围、家长的参与度。Etwas in etwas einbeziehen， 将什么列入什么之内，纳入考虑范围，归入什么。还有其他的校外合作伙伴，学校作为一个学习驿站等等。Das alles sind nur einige Rahmenbedingungen, die darüber entscheiden können, ob ein Kind sich an seiner Schule wohlfühlt. 这所有的一切只是几个决定孩子能否在这个学校愉快成长的大的框架条件。言外之意，还有很多很多细节的部分。也是孩子们能否在该校身心愉悦的决定因素，而这一些可以留在节目中进一步讨论。这个话题广大的家长一定都很关注吧，所以应该邀请一些家长代表咯。另外一方自然而然该是校方的代表咯。咱们在下面的八位客人中很容易就能够找到合适的人选来做客该节目，即 Nummer 4Der Direktor einer Gesamtschule, 一位综合性学校的校长，和 Nummer 8, Ehepaar Strobel, das seine Kinder nach vielen Schwierigkeiten mit den örtlichen Schulen ins Internat gegeben hat. Strobel 夫妇，他们的孩子本来在当地的学校上学，而且上了不止一所，因为这里的 örtliche Schulen 用的是复数，上了这么多学校，但都遇到了很多问题。Viele Schwierigkeiten. 之后就把他们的孩子送到了寄宿学校去了。孩子上学的问题，咱们到这儿先告一段落。若想了解更详细的内容或对策，就请届时收看该节目吧。下面来看看还有什么其他精彩的节目。B. Dein Geiz stinkt zum Himmel. 这个标题前面已经解释过了，以吝啬为主题。下面来看看具体的内容。Sparsamkeit ist sicher nicht verkehrt in unserer Zeit. Verkehrt sein heißt umgangssprachlich falsch sein. 错误的、不对的、不好的。反过来 ,nicht verkehrt sein, 自然就是不错的啦。或者咱们用甄嬛体，真真是极好的。节约这一美德在咱们的时代自然是极好的。Denn, 因为Überall wird man zum Konsum angetrieben.
jemanden zu etwas antreiben, 驱动，迫使某人做某事。这句话是一个被动态，人们到处都是被推动着消费的。然而 ，wer jedoch beim Sparen zum Geizkragen wird, macht sich bei seinen Mitmenschen nicht immer beliebt。谁要是节约着节约着成了吝啬鬼 ，Geizkragen bedeutet Geizhals， 吝啬鬼，铁公鸡。那么他在他周围的圈子里可是不会咋遭待见的。Bei jemandem beliebt sein, 受某人欢迎。Denn, was eben noch hilfreich war, kann im Alltag leicht störend wirken, wenn man bei jedem Einkauf den Preis feilscht oder im Winter in einer kaum geheizten Wohnung sitzt. Mit jemandem etwas, zum Beispiel den Preis, feilschen, 跟某人讨价还价。整句话连起来是说，一些有用的东西，例如节约这种品格，在日常生活中却很容易变得惹人讨厌。比方说，当你每次买东西的时候都要跟人讨价还价，又或者在寒冬腊月要在一个几乎没有一点儿暖气的屋子里呆坐着的时候。Also, meine Damen und Herren, sind Sie sparsam oder geizig? Genauer zu sagen. 您是不是属于节约分子呢？或者准确点说，还是 Geizkragen 这一类人呢？这个关于钱的问题， Wen sollen wir einladen? 我们应该邀请谁呢？下面对客人的介绍中有四位涉及了 Geld。Sie sind Nummer 1, 3, 6 und 7. Aber bei Nummer 1 und 7 geht es Rente. So sind nur Nummer 3 und 6 geeignet für diese Talkshow. 四位涉及钱这个主题的客人分别是一、三、六和七，但是一和七说的是退休金的问题，所以比较适合的还是三和六。Nummer 3, Katharina, die ihr Geld gern für edle Kleidung ausgibt. 这位 Katharina 小姐很喜欢把钱花在高档衣服上。Tja, Frauen. Nummer 6, Peter, der genau aufs Geld schaut und Buch über seine Ausgaben führt. Peter 非常关注他的钱，还会对自己的支出记账。Auf etwas schauen.注意做到什么。Zum Beispiel, sie muss auf ihren Haushalt schauen. 她必须要照料家务。Über etwas Buch führen. 记什么账。好了，关于钱的问题或者说对待钱的态度问题，留给大家到节目中或者节目后去讨论。下面来关心一下咱们的老人吧。Generation Rock and Roll geht es den Alten zu gut? 摇滚一代。这代老人过得太好了吗？啥叫过得太好了呢？ Statistisch gesehen geht es Deutschlands Alten so gut wie nie. Die Lebenserwartung ist hoch, die Rente stabil. 从统计数据上看，德国的老人过得真是前所未有的好，高寿且收入稳定。Die Lebenserwartung 预期寿命或者说平均寿命。Rente退休金，当然这只是数据。事实上呢，转折马上就来了。Doch was so angenehm klingt, hat Schattenseiten. Viele Senioren fühlen sich abgeschoben, leiden unter Armut und Einsamkeit. 这种听上去很美好的事情也是有负面的。很多老人都觉得自己像被驱逐丢弃了一样。Abgeschoben 的动词原形 abschieben。推开、驱逐、丢开，他们深受着贫穷孤独之苦。Unter etwas leiden， 受什么之苦 ？Gleichzeitig， 同时 ，fürchtet die Jugend ihre Alterssicherung， fordert weitere Opfer der älteren Generation。Geht es unseren Alten wirklich so gut？ Oder für etwas fürchten， 害怕、担忧。同时年轻人也在担忧着他们的养老保险，于是要求老年一代人做出更多的牺牲。所以我们的老人们真的过得好吗？
是否过得好，咱们应该听听老人们自己的声音。Herr Rubi, der heute 2500 Euro Rente erhält. 每个月能拿到2500欧退休金的 Rubi 先生，不知道对生活的满意度如何呢？ Eine Frau von 45, deren Rente später ca. 1000 Euro betragen wird.而这位45岁将来的退休金大约会在1000欧左右的女士，又对退休后的生活质量作何期待呢？敬请在节目中聆听他们的声音吧。最后一个，民以食为天 ，Essen trinken rauchen, wirtschaftlich ist Genuss。可是吃吃喝喝的享受到底是有多少害处呢 ？Ein opulentes Mahl dazu eine gute Flasche Wein.Anschließend ein Schnaps zur Verdauung. Die obligatorische Zigarette danach nicht zu vergessen. 一顿丰盛的大餐，少不了一瓶好酒，接着再来一杯烧酒促进消化，还有饭后那一支烟必不能忘。Doch, 又来了，可是。Kaum geben wir uns dem Genuss hin, hören wir die mahnenden Worte der Gesundheitsapostel.Die uns den Spaß am Laster verderben wollen. 这句话里面生词颇多，先一一来解除一下。Hingeben, 交出、付出、献出。Sich Akkusativ etwas Dativ hingeben, 把自己献出、献给什么。转意、致力于什么。Zum Beispiel, sich seinen Studien oder seiner Arbeit hingeben.专心致志地从事学习或工作 ，sich dem Schmerz hingeben， 陷入痛苦之中。这里说的是 sich dem Genuss hingeben， 一心只管吃，只管喝。那么我们就会听见 mahnende Worte， 劝说的话 ，jemanden mahnen， 劝说、敦促、提醒某人。是谁的敦促呢 ？Gesundheitsapostel， der Apostel。是一个宗教里的词汇，耶稣使徒，转而指某种学说的信徒或倡导者。那么这里就是指健康的倡导者，他们要让我们没了享受恶习的乐趣。Das Laster， 恶习、坏习惯、不道德的行为，这里就是指不管不顾的吃吃喝喝。Jemandem den Spaß verderben， 搅了某人的兴致，让人倒胃口。整句话连起来，还没等我们放肆的大吃大喝起来，就能够听到所谓的健康使者的警告，真让人扫兴。想必在座的各位美食家们都能够切身体会到这种扫兴的感觉吧。想象一下，在你正要把一块鲜嫩的澳洲乐眼牛排送到嘴里的时候，旁边一个声音大叫道 Stop！ 这个时候是不是很想破口大骂呢？是不是很想和Ein begeisterter Hobbykoch und Weinkenner, 一个充满激情的业余厨师以及品酒师一起与 ein strenger Vegetarier und Nichtraucher, 一位严格的素食主义不吸烟者来一番针锋相对呢 ？OK, 这一场世纪大战即将在本 talk show 中拉开帷幕，快来为你的同一战壕中的战友加油助威吧！